Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Ja, wahrscheinlich keine Rosen auf dem Boden, sondern eventuell Bilder oder irgendwelche, ja, Zeichen auf diesen Mauern. Keine Ahnung, irgendwie sowas stelle ich mir gerade vor. Könnte sein. Sieht natürlich auch wieder super aus, ne? Ach, das ist der Wahnsinn. Verschlossen. Oh, es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Ist das hier der Haupteingang? Wahrscheinlich, ne? Hier kommt man rein. Ja, vielleicht auch nicht. Da hinten müsste was sein. Wir schauen aber erstmal hier in diesem Gang. Aktuell natürlich keine Ratten. Verschlossen. Verschlossen. Also, was haben wir hier? So, perfekt. Einfach nachtanken. Können wir das auch noch nehmen? Wunderbar. Da, die Banner. Blumen. Ja, das sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ja. Also, sieht gut aus. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen. Verdammt, ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt keine Ratten. Persönlich, um uns zu helfen. Merkwürdig. Das wird ein Spektakel. Wo ist denn der andere jetzt? Hä? Wie vom Erdboden verschluckt? Wo ist denn der andere? Hallo? Aber wisst ihr was? Gute Nacht, würde ich sagen. So. Also. Wenn es hier so ein böses Ende gibt in diesem Spiel, wenn man zu viele Leute umgebracht hat, dann denke ich mal, habe ich es ordentlich verdient. Seitdem ich hier Leute umbringen kann, schleiche ich nicht mehr so häufig. Also, hier gibt es nichts, ne? Kann man schieben, alles klar, wir gucken jetzt einfach mal. Wo ist denn eigentlich der Zweite? Der hat doch mit dem gesprochen. Hier, machen wir mal, warte, hier mal die Devorantis und die Doris. Sehr fein. Schieben wir das auch nochmal, in welche Richtung müssen wir schieben? Erstmal schauen, erstmal loslassen. Da in die Ecke, ne? Komm schon. So.
Okay. Also wir sind hier oben, hier ist eine Tür. Ja, gehen wir gleich rein. Wir schauen, was es hier noch gibt. Eine Truhe. Schnur Alkohol. Und Schwefel. Schaut euch mal unser Inventar an. Wahnsinn. Und ab mit uns. Und Alchemist, habt ihr genug Bücher oder soll ich euch noch mehr beschaffen? Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges Buch. Das darin enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Das mit Buch, rotem das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Okay. Wer wird es zuerst finden? Herrlich, ne? Wenn ich diese Bilder sehe hier an der Wand, dann denke ich an Kingdom Come Deliverance. Habe ich nie gespielt. Aber irgendwie kriege ich dann Lust. So. Müssen wir die umbringen hier? Kann ich das? Ist das euer Ernst? Die verfehlt ihn da jetzt einfach. Oh Gott. Also, gute Nacht, mein Freund. So. Und du auch jetzt. So, so muss das gehen. Also, schon wieder zurück zu... zum zweiten Ende, zum Alternativende. So. Da ist der auch tot. Jetzt brauchen wir das Buch. Das finden wir wahrscheinlich ganz prominent irgendwo. Oder auch nicht. Wenigstens kommen die verfluchten Rechte. Das sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Warte mal. Hier reingehen. Ich sag's dir, das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband, sein Lieblingsgeschmack. Sind hier mehrere? Das Buch. Ah, da hinten ist wieder einer. So eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Ah, da sind sie ja. Was? Was? Was ist wo? Ich muss die Wachen loswerden, damit ich vorbei kann. Na los, haut schon ab. Verschwindet. Oh, schaut euch die Ratten an. So, kann man da ein bisschen nachhelfen? Was war das? Ich sehe. Hier ist jemand! Kommt her! Ich bin dort! Guckt euch das an! Guckt euch das an! Hier, hier bin ich! Hier bin ich! Komm! Der will nicht! Jetzt vielleicht? So gut. Phänomenal, phänomenal. So, jetzt die Ratten. Halt, Ratten. Halt. So. Dankeschön, Ratten. Gute Arbeit. Gut gemacht. So, jetzt schauen wir mal. Nee, vielleicht, wenn wir was herstellen.
sowas. Wunderbar. Vielleicht noch eins. Wunderbar. Jetzt sind wir auch mit dem Pisanguis voll. Ein Gänseblümchen, du bist auch weit von zu Hause weg, nicht wahr? Bring mir Glück. Wir tun das für Hugo. Habe ich das fürs Gänseblümchen gemacht? Also nochmal, hier. So, das Gänseblümchen steht für Unschuld und Reinheit und ist für seine strahlend weißen Blütenblätter berühmt. Es wurde wegen seiner beruhigenden und verdauungsfördernden Wirkung in Aufküssen verwendet und hat außerdem heilende Eigenschaften. Wegen des leicht pfeffrigen Geschmacks seiner Blütenblätter verfeinerten sowohl die Adligen als auch gewöhnliche Leute damit gern ihren Salat. Gut, und ich dachte, hier ist das Buch. Dieser ganze Aufwand. Oh Mann. Warte mal, jetzt wird es ein bisschen kritisch, ne? Müssen wir theoretisch. Die treiben wir da mal rein. Frage, können wir hier rüber? Nee, ne? Und sind die jetzt beschäftigt oder greifen die mich jetzt an? Wenn ich jetzt hier so vorbeigehe, sieht noch gut aus. Können wir also einfach vorbei. Gut. Oh, schaut euch das an, ne? Diese Pest. Dieses Ding. Wird es am Ende alles bedecken? Okay, okay, okay. Jetzt noch schnell. Ist hier jemand? Und ich dachte, hier gibt es keine Ratten. Na los, beweg dich, Schmied. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Ein Gefangener. Tja, vielleicht öffnen sie ja endlich diese Tür. Ich komme nicht vorbei. Zu viele Wachen. Das ist auf jeden Fall heftig, ne? Die sind jetzt schwer ausgestattet. Oh, okay. Okay. Haben die Ratten das nur geschafft? Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Okay. Machen wir mal eine kleine Schleichaktion. Sehen wir mal nach. Pass auf dich auf. Was heißt denn hier, pass auf dich auf? Okay. Nichts zu sehen. Na gut. Nochmal, pass auf dich auf. Und wieder? Moment, ich werde mal kurz nachsehen. Geh kein Risiko ein. Nein, kein Risiko. Tatsächlich. Schon wieder nicht. Alle zurück auf Position. Verstanden. Zurück zum Loch und reinschauen. Bitte was? Oh, das erste Mal war schon mehr als genug. Aber. Ach du Scheiße. Hätte ich was finden müssen. Oh Mann. Komm. Lauf da rein. Die Ratten drehen voll am Rad. Die Wahrheit.
wird die Ratten beschäftigen. Das ist irgendwie verbuggt, ne? Also. Also nochmal, Odorus vielleicht? Warte mal, das war das doch, ne? Lockt Ratten an, also, vielleicht er. Hilfe! Ich werde angegriffen! Ich hätte schwören können. Bitte was? Was läuft hier? Was läuft hier gerade? Nein! Das wird kein gutes Ende. Hier drüben! Dafür werdet ihr bezahlen! Da drüben, da drüben! Oh Mann! Sie können nicht weit sein! Haltet die Augen auf! Tschüss! Oh mein Gott, was ist das? Was läuft denn hier überhaupt? Was läuft hier gerade? Meine Güte. Habt ihr das gesehen? Ich meine, der Typ da ist verbuggt. Kann mir doch keiner sagen, dass es normal ist. Da? Der steht da einfach dumm herum. Na los, ich erzähle allen, dass ihr euch wacker geschlagen habt. Jetzt kommt der auch noch. Oh nein, die Ratten. Nein, jetzt hat es mich erwischt. Der stand gerade in den Ratten. Der stand da gerade in den Ratten und keiner hat ihm was getan. Wie haben die Ratten das nur geschafft? Oh Mann. Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das also nochmal, der ganze Spaß. Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Hier. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die Warte. Kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Ich dachte, ich hab was gehört. So, pass auf dich auf. Sei nicht leichtsinnig. Sei nicht leichtsinnig. So. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Na gut, zurück auf deinen Posten. Von dort drüben, ganz sicher. Wo versteckt sich der Dreckskerl? Gut genug. Ich habe eine ganze Wache. Da seid ihr. Nein, ist das dein Ernst schon wieder? Dieses verdammte Spiel gerade. Also hier nochmal. So. Also machen wir mal Folgendes. So. Also kuriose Szenen. Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. Nein, nein, alles gut, Amicia. Kuriose Szenen in der Universität.
Und Upgrade. Wunderbar. Igniformunition lenkt Gegner in der Nähe ab oder Mizia kann ihre Schleuder verwenden, um ein Luminosa zu werfen. Ja, ja. Ah, wir brauchen hier für die Munitionstasche 16, ne? 16 Alkohol. 10, 12. Ah, immer knapp, ne? Um einen Luminosa zu werfen. Wartet mal. Luminosa? Das ist doch das Teure. Ja, das ist das Teure. Das benutze ich ja auch gar nicht so häufig, ne? Was ich cool fände. Das. Klare Sache, ne? Die Tasche ermöglicht zwei aufeinanderfolgende Schüsse ohne Schussvorbereitung. Das ist natürlich fein, aber da brauchen wir Leder. Gehen wir mal diesen Weg. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ja. Einfach mal das. So, jetzt können wir hier wieder aufladen. Und weiter geht's.